Mein Name ist Markus Seidel, Sascha Bekavac, und im Chat nebenan sehen Sie auch in dieser Auflistung der Teilnehmer, sehen Sie noch Sandra Keller und Sven Reuk aus unserer Berliner Beratungs- und Streetwork-Station. Sofahopper.de ist ein Teil von Offroad Kids, ein sehr wichtiger Teil inzwischen. Wir arbeiten bundesweit für die Altersgruppe bis 27 jungen Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind oder eben auch schon akut betroffen sind, sind unsere Zielgruppe. Um Ihnen gleich einen Einstieg zu ermöglichen, würde ich eine kleine Präsentation teilen. So, also wir haben uns den Bundeswohnungslosenbericht 22 vorgenommen und haben mal geschaut und herausgerechnet, wie viele davon sind diese Altersgruppe 14 bis 27. Und wir sehen, dass da von den 464.000 Menschen, die insgesamt als obdachlos ausgewiesen werden, auch in temporären Notunterkünften unterkommen, ungefähr 37.000, 38.000 davon in die Altersgruppe 14 bis 27 reinfallen. Darunter sind 55% dieser jungen Menschen verdeckte Obdachlose. Das heißt, die leben bei irgendwelchen Kollegen auf dem Sofa. Das war eine Erkenntnis, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Berlin vor vielen Jahren schon hatten. Die haben festgestellt, dass junge Menschen, die auf der Straße in völliger Obdachlosigkeit stranden, über Smartphones und über Social Media eben so viele Kontakte haben, dass sie inzwischen auch im Heimatgebiet lange Zeiträume noch bei Bekannten, mehr oder minder guten Bekannten, auch auf dem Sofa übernachten, ausharren können, sich dort aber nichts tut. Dies aber eigentlich das Ziel sein müsste, die jungen Menschen dort bereits zu erreichen. So, ich springe eins weiter in der Präsentation. Es zeigte sich damals eben, dass diese jungen Menschen in diesem Zeitraum, in dem sie noch bei anderen auf dem Sofa wohnen, eben völlig unerreichbar sind für die Großstadt Streetworks, sind ja schlicht noch nicht am Ort oder selbst wenn sie am Ort sind, eben nicht auf der Straße zu finden. Daraufhin war die Frage, wie schaffen wir es, dass da ein Connect der jungen Menschen zu unseren Angeboten entsteht? Denn wir hatten bis dahin Streetwork-Stationen in Berlin, in Hamburg, Dortmund, Frankfurt und Köln. Und wir mussten ja im Grunde genommen abwarten, bis die jungen Menschen irgendwann dann mal in den Großstädten auftauchen und dann mehr oder minder zufällig auch unseren Streetworkerinnen und Streetworkern über den Weg laufen oder von denen, denen wir vielleicht schon geholfen hatten, zu uns in die Standorte reingetragen werden. Die Idee war, also eine App, aber die haben wir gleich verworfen, weil wir gesagt haben, erfahrungsgemäß haben junge Menschen ihre Handys ohnehin schon überladen mit Apps, die wollen gar keine weitere App haben, also müssen wir es irgendwie schaffen, über Google ranzukommen und den jungen Menschen, wenn sie denn über Google anfangen zu suchen, wer ihnen denn doch helfen könnte, den Link zu uns ermöglichen. Und dann haben wir das genutzt, was hoffentlich viele von Ihnen auch nutzen, Google AdWords und das Google Grants Programm. Google stellt im Jahr etwa 120.000 US-Dollar für Google AdWords, also Google Werbung zur Verfügung für gemeinnützige Organisationen. Ist nicht ganz einfach zu nutzen. Wer da Hilfe braucht, darf uns auch gerne kontaktieren. Wir geben die Tipps und die Erfahrungen, die wir so über die Jahre gesammelt haben, sehr, sehr gerne weiter. Denn auch unser Interesse ist, dass dieses Programm von Google stark genutzt wird. Nutzen es zu wenige, wird es irgendwann nicht mehr geben. Also ich wünsche mir sehr, dass mehr Google Grants nutzen, auch der jungen Menschen zuliebe. Denn ohne Google, das können wir heute sagen, ist es an sich nicht möglich, bundesweit über Hilfeangebote zu informieren. Und das macht schon einen Unterschied, wenn man bundesweit tätig sein will, also wenn man die Beratung bundesweit anbieten möchte, benötigt man den Zugang zu Google. Und das ist mitnichten getan, irgendwo bei Instagram ein paar Posts zu schalten oder vielleicht auch bei TikTok zu sein. Es bedarf Google. Lassen Sie mich das Aufkommen zeigen. So hat sich die Zahl der Hilferufe und der beratenden Personen gesteigert über die Jahre. 2019 haben wir schon ein bisschen früher mit Sofahopper.de begonnen, aber 2019 kann man es dann auch ernst nehmen. Und dann sehen Sie die Entwicklung, die Zuwächse. Das Grüne sind die Online-Hilferufe. Die blauen Zahlen sind die jungen Menschen, die von sich aus in unsere Streetwork-Stationen in Berlin, in Hamburg, Dortmund, Frankfurt und Köln gekommen sind in diesen Jahren. Und Sie sehen, dass der blaue Zulauf ziemlich konstant ist, dass aber
die Entwicklung des Online-Zulaufs linear nach oben geht. Und wenn wir die Verteilung der Hilferufe anschauen, dann sehen wir, dass es sich tatsächlich exakt verhält wie die Bevölkerungsdichte in Deutschland. Dass wir die Ballungsgebiete, in denen eine sehr große Bevölkerungsdichte herrscht, natürlich auch als größere Dimension wahrnehmen bei den Beratungen und bei den jungen Menschen, die zu uns kommen. 40% der jungen Menschen, nehmen wir München dazu, dann sind wir bei über 45%, kommen aus eben diesen sehr, sehr großen Städten, in denen sie, die eben in Ballungsräumen mit hohem Bevölkerungsaufkommen leben. Ein Sidekick möchte ich hier machen. Was wir feststellen, ist, dass, wenn wir über Gesundheit mit den jungen Menschen sprechen, 44% der Gesprächsthemen zu psychischer Gesundheit beziehungsweise zu Traumata stattfinden. Also auch hier war es wichtig, sich mit diesen Themen massiv zu beschäftigen und auch dafür zu sorgen, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Mental Health First Aid Helfer sind am Ende des Tages. Kann ich auch allen nur ans Herz legen, diese Qualifikation, diese Zusatzqualifikation ist Gold wert. Wir kooperieren sehr stark mit Krisenchat, was psychische Erstberatung angeht. Es macht wirklich Sinn in unserer Altersgruppe. Man kann es auch auf einen Nenner bringen. Die jungen Menschen nimmt es enorm mit, wenn sie ihr Zuhause verlieren. Da ist im Vorfeld viel passiert und da ist dann auch auf der Straße nicht unbedingt eine Abschwächung der Traumata zu erwarten. Da geht es dann wirklich an die Substanz bei den jungen Menschen. Aber das kennen Sie aus Ihrer Arbeit, denke ich, auch bei älteren, älteren Menschen, die auf der Straße leben. So funktioniert Offroad Kids und vor allem sofahopper.de heute. Wir sagen, sofahopper.de ist inzwischen das, was wir anbieten bei Offroad Kids. Die Streetwork-Station als solche ist eine Streetwork-Station im Internet. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Streetwork ins Internet reingetragen. Und die tatsächliche Streetwork in den Städten, die gibt es bei uns de facto so gut wie gar nicht mehr. Wir hätten weder die Zeit noch würde es das Aufkommen rechtfertigen. Wir brauchen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Online-Beratung und dann in der Beratung vor Ort. Und das Besondere ist, dadurch, dass wir Standorte haben in großen Städten, haben wir ein bundesweit funktionierendes Callcenter-System, was aber zugleich in den Großstädten besuchbar ist. Das macht schon einen Unterschied nochmal, ob man wohin gehen kann. Und insgesamt nutzen 25%, also ein Viertel der jungen Menschen, diese Möglichkeit und kommen zur persönlichen Beratung dann in die Stationen, um dort eben sich ja, face-to-face beraten zu lassen, was uns ja liebesweise eigentlich effizienter ist als die reine Online-Beratung, aber natürlich auch zeitaufwendiger. Wie funktioniert es heute? Die jungen Menschen finden uns in der Regel übers Internet. Zu 90% finden sie uns übers Internet. Dort haben sie zunächst das Angebot, sich mit YouTube-Videos zu informieren oder eben dann auch tagsüber von 9, werktags von 9 bis 19 Uhr unsere Online-Beraterinnen und Berater anzusprechen, per Chat und per Telefon. Wir haben eine Telefonleitung geschaltet und wir haben einen Live-Chat geschaltet, sodass also es möglich ist, sofort Kontakt dann auch aufzunehmen. Wir sind finanziell nicht imstande, 24/7 anzubieten. Also wir können nicht Tag und Nacht Leute ans Telefon setzen oder in den Chat. Die Zeit von 9 bis 19 Uhr ist das Machbare. Vielleicht können wir es in Zukunft erweitern, aber ich denke, dass es eher finanziell nicht möglich sein wird, weil der Zulauf untertags so groß ist, dass wir eher die Tagesstrukturen verstärken müssen. Unsere Mitarbeiter haben eine eigene Datenbank. Die jungen Menschen werden informiert, dass wir natürlich die Daten aufnehmen und dass wir Wert darauf legen, dass, wenn sie wieder sich bei uns melden, sie nicht nochmal alles erzählen müssen, sondern wir bereits wissen, wo wir waren und vor allem, wenn dann der Berater je wechseln sollte, eben der auch gleich informiert ist. Wir wissen, dass junge Menschen, insbesondere aus ihrer Erfahrung mit Jugendämtern, ziemlich gequält sind, davon ihre Lebensgeschichte zum 5. und 10. Mal zu erzählen. So, was aber passiert in Zukunft und wie entwickeln wir sofahopper.de weiter? Und da habe ich auch ein konkretes Kooperationsangebot an Sie alle. Und vielleicht haben Sie auch schon die eine oder andere gute Idee dazu, denn was wir merken, ist, dass der Zulauf steigt und steigt und steigt. Wir werden personell imstande sein, bis maximal 10.000 junge Menschen im Jahr zu beraten. Dieses Jahr werden wir vermutlich die 7.500er-Schwelle erreichen.
Sie sehen, da gibt es einfach personelle Limits, mehr geht nicht. Aber wir wissen auf der anderen Seite auch, dass es um die 38.000 junge Menschen gibt, die gegebenenfalls in Deutschland diese Beratung bräuchten. Wir würden also durchaus gerne Beratung anbieten für erheblich mehr junge Menschen, zumindest mal eine Erstberatung. Und die kann in Zukunft so aussehen. Das Bundesfamilienministerium fördert bei uns die Entwicklung eines KI-Voice und Chatbots. Das hört sich jetzt sehr, sehr spooky an. Also da wird es ja mancher zurückschrecken und sagen, Himmels Willen, was wollen die denn jetzt machen bei sofahopper.de? Aber ich mag daran erinnern, dass wir 1900 und das war 30 Jahren, das ist wirklich lange her, 1994, die ersten waren mit einem Funktelefon in Koffergröße auf der Straße und wir wurden auch damals ausgelacht und heute lacht keiner mehr über Handys oder Funktelefon. Ja, mit sofahopper.de waren wir Gott sei Dank sehr, sehr früh am Start und haben diese Entwicklung gesehen, dass eben junge Menschen alle ein Smartphone haben, auch wenn sie von der Obdachlosigkeit bedroht oder bereits betroffen sind, ist es eigentlich immer so, dass sie doch irgendwo Zugang zum Internet oder zum Smartphone haben. Und wenn die nicht, dann doch immerhin die ihnen helfen oder die, bei denen sie unterkommen. Und die Idee, die wir haben, ist folgende. Wir möchten eine Erstkontaktaufnahme über ein freundliches Voice- und Chatbot-System entwickeln. Ich dachte erst auch jahrelang, sowas geht gar nicht. Ich hielt also diese KI-Systeme für relativ robust und grauselig, ja, also nichts, was mir irgendwie sympathisch war, bis ich jetzt einige KI-Modelle kennengelernt habe, die total freundlich sein können und die unklar fast schon empathisch sind, während das übertrieben wäre, aber die tatsächlich fast schon gefühlvoll fragen und antworten. Wenn es gelingt, wenn uns das gelingt, einen solchen Bot einzuschalten, dann soll der eine Erstberatung machen und herausfinden, handelt es sich um eine einfache Fragestellung oder um eine komplexe Fragestellung. Handelt es sich um eine einfachere Fragestellung, dann sollte er imstande sein, diese einfachere Fragestellung zu beantworten. Wir wissen heute, dass 50% der eingehenden Hilferufe eine einfachere Frage beinhalten. Die anderen 50% sind aufwendig. Wenn es eine komplexe Frage ist, dann soll dieser Chatbot weiterleiten an unsere Beraterinnen und Berater, alle Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter mit langer Erfahrung, sodass also dann auch wirklich ganz im konkreten Fall auch abgewägt wird, welches Problem muss denn nun als erstes angegangen werden, wo liegt denn der Hund wirklich begraben. Dazu soll dieser KI und Chatbot YouTube-Videos einblenden und er soll Auskunft geben über Hilfeangebote, die es bundesweit gibt. Diese Information soll er sich holen aus dieser blauen Datenbank, die Sie da sehen. Bisher haben wir ja nur die graue Datenbank. Dann wird es eine geprüfte Wissensdatenbank in grün geben für den Chatbot. Und es wird eine Datenbank geben mit Hilfeangeboten, Hilfestrukturen, auf die der Chatbot zurückgreifen kann, sodass er nicht fantasiert und am Ende des Tages irgendetwas erzählt, was aber vielleicht überhaupt nicht wahr ist. Diese öffentliche Datenbank, die werden wir zusammenbauen, zum einen aus eigenen Informationen, die wir ja selbst haben, aber eben auch aus öffentlich verfügbaren Datenbanken. Und jetzt wird spannend, auch Sie werden diese Datenbank mit nutzen können. Also wenn Sie denn Systeme haben in Zukunft, werden Sie auf diese Datensätze zugreifen können, um Ihren Klienten und Klientinnen helfen zu können, egal welchen Alters natürlich. Ne? Umgekehrt hoffen wir natürlich, dass es Partner gibt, die auch ihre Datenbanken öffnen, um in diese Datensammlung ihre Daten einfließen zu lassen. Da liegt mein Angebot oder unser Angebot zur Kooperation. Ich glaube, dass es allen dient und vor allem den jungen Menschen dient, denn dadurch wird die Beratung nicht nur bei uns, sondern auch bei Ihnen beschleunigt, wenn der Zugriff auf aktuelle Daten leichter ist als über Google. Wir werden nicht Google ersetzen und neu erfinden, das werden wir uns nicht anmaßen, aber wir brauchen verlässliche Informationen, die bundesweit eben abrufbar ist. So, ich hoffe, ich habe im Schnelldurchgang kurz erklären können, dass sofahopper.de ein bundesweites Hilfe- und Beratungssystem ist für junge Menschen bis 27, das über Online-Beratung heute verfügt, morgen eben die Online-Beratung anreichert über eine KI-Voice- und Chatbot-Funktion, sodass also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die heute beraten und die auch morgen dann beraten werden, sich in Zukunft auf die komplexen
Fälle konzentrieren können. So die Idee, das Ganze wird etwa zur Verfügung stehen, also diese KI-Erweiterung wird zur Verfügung stehen im vierten Quartal des nächsten Jahres. Die Entwicklung läuft bereits. Es ist so, also wenn sich jemand zum Beispiel aus Ulm bei uns meldet, dann versuchen wir den jungen Menschen zuerst die Erstinfo zu geben, den Fall so gut wie möglich darzustellen, die Probleme aufzuzählen, zu lösen, Lösungsvorschläge zu geben, und natürlich verweisen wir dann an die mobile Jugendarbeit oder Streetwork-Stationen. Wenn es die denn gibt in den Städten, wenn es sie nicht gibt, natürlich suchen wir da andere Hilfemöglichkeiten heraus, weil wir wissen, dass die Vororthilfe, wenn es multiplere Problemlagen sind, immer nachhaltiger ist als ist die Online-Beratung. Und wir versuchen auch in Zukunft uns immer weiter zu vernetzen und haben da in einigen Städten schon die ersten Vernetzungsversuche mit Streetwork-Stationen oder mobiler Jugendarbeit jetzt gemacht und versuchen, den Informationsaustausch auch weiter besser zu gestalten und für die Klienten und klientengerechter natürlich zu gestalten, weil wir natürlich auch wussten, dass viele, wenn wir an eine Stelle verweisen, sich an der Stelle gar nicht melden. Ja, und das wollen wir verhindern, weil irgendwelche Gründe jetzt vorliegen, warum Ängste oder andere Problemlagen, die das dahin, die Klienten natürlich daran hindert, anzurufen. Und das wollen wir zielgerechter gestalten und vernetzen uns jetzt immer mehr bei gerade an Streetwork-Stationen oder an mobiler Jugendarbeit. Ja, während Sie in Ulm natürlich da noch komfortabel ausgestattet sind. Wenn es denn aber Blaubeuren ist oder nehmen wir irgendeinen Ort im Schwarzwald, ne, dann ist es so, dass es manchmal dort einfach gar nichts gibt. Und Baden-Württemberg steht da übrigens wirklich schlecht ausgestattet da, im Gegensatz zu anderen Bundesländern. Hier ist es mit am schwierigsten, überhaupt Anschluss zu finden. Es kommt durchaus vor, dass wir auch mal im Pfarrhaus anrufen und sagen, also liebe Leute, da ist einer bei euch am Ort. Wir brauchen jemand vor Ort, der sich da mal persönlich kümmert. Und Okay. dann kann es eben sein, dass wir so weit gehen. Ne? Mein Name ist Corinna Höckesfeld. Ich arbeite hauptberuflich bei Tür an Tür. Auch da könnte man jetzt eigentlich schon 20 Minuten darüber referieren, was Tür an Tür ist und macht. Ganz kurz, wir sind aus einem Verein entstanden vor über 30 Jahren, aus der Idee, ein Hausprojekt für Studierende und Geflüchtete zu bauen, aufgrund auch der damals sehr restriktiven bayerischen Innenpolitik, kam es dann nicht zu einer Baugenehmigung. Entstanden ist dann aber ein Verein, der sich seitdem sehr, sehr stark für die Wohn- und Unterbringungssituation von Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte einsetzt, aber dann ab den 2000er Jahren auch sehr stark in das Projektgeschäft eingestiegen ist. Eigentlich so der Schwerpunkt der hauptamtlichen Arbeit liegt eigentlich mehr in der Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte. Das Thema Wohnen spielt aber auch seit den 90er Jahren ein ganz zentrales Thema. Und so ist auch vor über 10 Jahren eine erste Kooperation mit dem Diakonischen Werk Augsburg entstanden, wo wir Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte wieder ganz konkrete Hilfe zur Selbsthilfe leisten, indem wir Beratungs- und Unterstützungsangebote zum Thema Wohnen und Wohnungssuche anbieten. Wir kommen also eigentlich mehr aus dem Ansatz, Geflüchtete aus der Gemeinschaftsunterkunft, aus den dezentralen Unterkünften in privaten Wohnraum zu vermitteln. Gerade auch ein politisch sehr heiß diskutiertes Thema, wenn wir in die Nachrichten- und Medienlandschaft schauen. Merken aber auch seit einigen Jahren, dass wir uns eigentlich mehr und mehr auch an der Schnittstelle zur Obdach- und Wohnungslosenhilfe bewegen. Weil, wenn wir in die Statistik schauen, machen fast mehr als die Hälfte der Beratungsanfragen Menschen aus, die bereits privat wohnen, also Geflüchtete, die bereits privat wohnen, aber in prekären Miet- und Wohnverhältnissen leben, bis hin, die von Obdach und Wohnungslosigkeit bedroht sind. Und wo wir eigentlich auch im klassischen Fall der Obdachlosenhilfe beschäftigt sind mit auch Schuldenberatung, Schuldnerberatung, Sicherung der Wohnverhältnisse agieren.
Aber eigentlich unser primärer Auftrag ist, Menschen aus den Unterkünften in privaten Wohnraum zu vermitteln. Das vielleicht mal so weit vorab. Ich habe auch eine kurze Präsentation mal mitgebracht, wie wir auf die unterschiedlichsten Herausforderungen, die dann doch auch bei Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte auftreten, wie wir darauf reagieren und auch Lösungsansätze in den letzten 10 Jahren entwickelt haben. Vielleicht so eine Besonderheit, die ich einfach mitgebracht habe, weil ich gemerkt habe, dass es für viele auch relevant ist, wie Projekte gefördert sind. Genau, gerade im Migrationsbereich, glaube ich, schlägt die Projektitis, nenne ich es mal so, stark um sich. Es gibt sehr, sehr viele Projektförderungen, die aber meistens auch immer nur eine kurze Laufzeit haben. Und eigentlich im Wohnprojekt Augsburg sind wir aufgeteilt auf 4 unterschiedlichste Projektförderungen, angefangen von Bundesförderung, wo ich jetzt gerade finanziert bin, über ein bundesweites Projekt gefördert von der Bundesintegrationsbeauftragten, bis hin zu Landesförderungen vom Bayerischen Innenministerium, einmal in Kofinanzierung mit der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Bayern und aber auch in Kofinanzierung mit der Stadt Augsburg oder mit dem Landkreis Augsburg. Da wir gesagt haben, ich glaube, viele, die auch im Projektbereich arbeiten, kennen es, alle 3 Jahre wechselt dann der Projektname. Für die Außenstehenden, gerade auch für die Ratsuchenden, ist es dadurch sehr, sehr schwer zu wissen, wer ist jetzt für was zuständig. Und darum haben wir uns eigentlich wie so die Art Dachmarke auch hier dargestellt in Form eines Daches, das Wohnprojekt Augsburgs, und wo wir dann alle Projektförderungen, die im Bereich Flucht, Migration und Wohnen in Augsburg agieren, darunter gefasst haben. Dadurch können wir zum einen auch personelle Ressourcen sparen, weil wir uns gegenseitig unterstützen können und können einfach auch als eine Stimme nach Augsburg auftreten und die unterschiedlichsten Angebote, die ich jetzt gleich noch vorstellen werde, anbieten. Genau, vielleicht ganz kurz. Ich denke, die allgemeinen Hürden und Stolperfallen bei der Wohnungssuche sind hier allen bekannt. Darauf möchte ich jetzt auch gar nicht eingehen. Aber dennoch vielleicht so ein paar Aspekte, die wir gerade bei Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte festgestellt haben, wo es immer zu Problemen und Schwierigkeiten kommt und weshalb dann spezifische auch Lösungsangebote entwickelt haben. Ich denke, ein großes Thema, was einfach bei Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte nochmal besonders hinzukommt, sind Diskriminierungen auf dem Wohnungsmarkt. Auch laut einer Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gehört Wohnen zu den Lebensbereichen, die mit am meisten von Diskriminierung betroffen sind und dabei vor allem auch aufgrund von rassistischer Diskriminierung, also aufgrund von Herkunft, Sprache und äußeren Zuschreibungen. Dann ein ganz großer Punkt sind auch das Thema aufenthalts-asylrechtliche Auflagen, Wohnsitzauflagen, die bei Geflüchteten nochmal ganz speziell die Wohnungssuche erschweren, weil sie vielleicht nur in einer Kommune Wohnraum suchen dürfen und dann aber die Wohnung, die im Landkreis gefunden wurde, nicht anmieten dürfen, beziehungsweise ist dafür eine sehr komplexe Anträge notwendig, die oftmals auch ohne Beratungsstellen nicht zu bewerkstelligen sind. Dann ein Phänomen, was wir seit einigen Jahren zumindest in Augsburg ganz intensiv festgestellt haben, ist auch die Existenz von informellen und ja, ich nenne es jetzt mal illegale, halb illegale Wohnungsmärkte, wo auch sogenannte Pensionen zu Wuchermieten vor allem aus der Community auch an Leute aus der Community vermietet werden, was dann eigentlich nichts anderes als eine zweite Gemeinschaftsunterkunft ist und wo dann auch wieder prekäre Mietverhältnisse auftreten und wo wir zumindest den Eindruck haben, dass hier auch die Not und die Unwissenheit, die Sprachbarrieren von Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte extrem ausgenutzt werden. Und ein Thema, was wir auch feststellen, je länger die Menschen in den Unterkünften leben, umso mehr werden sie eigentlich ihrer Selbstbestimmung, Selbstständigkeit auch beraubt. Das heißt, was wir dann merken, gerade wenn sie eine eigene Wohnung gefunden haben, dass sie wegen jeder Kleinigkeit den Hausmeister anrufen, weil sie das so aus der Unterkunft gewöhnt sind. Und wo wir hier eigentlich feststellen, dass auch die Unterkunftsstruktur mehr eigentlich wie ein ja, private Wohnverhältnisse aufgestellt werden müssten, weil es dann einfach auch zu Problemen und Folgeerscheinungen in den privaten Wohnungen führt. Dann vielleicht noch zwei, drei
Hürden und Stolperfallen, die wir vor allem auf der individuellen Ebene feststellen, sind neben den Sprachbarrieren. Und wenn man sich da mal vorstellt, oder einfach mal klassische Mietangebote anschaut, das sind alles Vokabeln, Begriffe, die in keinem Sprach- und Integrationskurs vorkommen. Allein das ist schon eine große Hürde. Ein Thema, was wir aber auch vor allem in den Beratungskontexten feststellen, ist auch ein fehlendes Systemwissen ganz allgemein über die Abläufe und Prozesse der Wohnungssuche, weil die Wohnungssuche in den meisten Herkunftsländern einfach komplett anders ist. In vielen Herkunftsländern hat man eher Eigentum als Mietwohnungen. So ist eigentlich der Mietprozess an und für sich schon fremd und unbekannt. Und dann noch in Kombination mit dem komplexen Wortschatz plus dann noch die ganzen komplexen Anträge, Jobcenter, Abläufe, ist für viele eine kaum zu bewerkstelligende Hürde. Und dann noch quasi mit zusätzlichen Traumata, psychischen Erkrankungen und einfach auch einer fehlenden Resilienz, um mit diesen ganzen Hürden und auch Absagen umgehen zu können, braucht es spezielle Hilfsangebote. Genau, wir quasi haben dann einen Ansatz etabliert, wo wir sagen, ganz wichtig ist Hilfe zur Selbsthilfe. Wir haben festgestellt, dass ganz viele Projekte und Ansätze oftmals zu kurz gedacht sind und oftmals auch nur bis quasi zur Wohnungsvermittlung tätig sind, danach quasi das Gefühl haben, okay, sobald eine Wohnung gefunden ist, ist ja alles super und ist alles gut. Über die Jahre haben wir jedoch festgestellt, eigentlich beginnen nach der Wohnungszusage noch mal eine ganze Reihe anderer Hürden und Schwierigkeiten, sodass es dann auch nach Wohnungsübergabe noch mal eine sozialarbeiterische Betreuung und Unterstützung braucht, je nach Bedarf natürlich, um da auch noch mal beratend, unterstützend tätig zu werden. Eigentlich so ein bisschen auch der Ansatz, der auch bei dem Housing First Ansatz gelebt wird, den wir hier gerade bei unserer Zielgruppe auch sehr, sehr wichtig finden. Ganz wichtig dabei ist vor allem auch die Stärkung der Sprachhandlungskompetenzen, weshalb unser Angebot eigentlich immer so eine Mischung aus Sprachkursangeboten und Wissensvermittlung. Ja, vergleiche es auch immer mehr ein bisschen mit einem Bewerbungscoaching oder Jobcoaching-Konzept einhergeht und auch ganz viel im Bereich der Aufklärung und Sensibilisierung einerseits der Wohnungssuchenden, aber auch der Zivilgesellschaft, weil wir auch merken, dass zum einen gerade auch Akteurinnen in der Obdach- und Wohnungslosenhilfe oftmals sehr wenig Wissen über Asyl- und aufenthaltsrechtliche Themen haben. Und andererseits unsere Kolleginnen aus der Migrationsarbeit sehr wenig Wissen über den ganzen Wohnungsmarkt, über die Obdach- und Wohnungslosenhilfe haben und wo wir versuchen, hier auch eine Schnittstelle ja, aufzubauen. Zum einen beim lokalen Raum in Augsburg, aber jetzt auch durch bundesweite Projekte im bundesweiten Gebiet. Genau, ganz kurz noch. Ich hoffe, ich habe noch ein, zwei Minuten. Genau, kommen dann aber auch zum Ende. Genau, quasi auch aufgrund unserer verschiedenen Förderstrukturen konnten wir es so aufbauen, dass wir unsere Angebote in 5 Säulen anbieten können. Eigentlich das Herzstück, was bei uns die Kolleginnen von der Diakonie übernehmen, die hier auch aus unserer Sicht die Expertise in der Beratung haben, bieten ganz klassische Wohnberatung an, wie es auch, würde ich jetzt mal sagen, in den klassischen Wohnungsnotfallhilfestellen tätig ist, wo wir auch ein erstes Clearing machen, den Fall aufnehmen, dann schauen, können wir weiter beraten oder ist es eigentlich schon ein Fall, wo man Rechtshilfe beantragen muss, wo die Schuldnerberatung tätig werden muss, etc. Und dann haben wir schon ja eigentlich von Anfang an sogenannte Mietkurse entwickelt und angeboten, sind auch in den letzten Jahren, glaube ich, bundesweit landauf, landunter quasi angeboten worden. Hier ist uns aber wichtig, dass wir vor allem quasi Wissen auf Augenhöhe vermitteln, aus einem diskriminierungskritischen Ansatz und nicht sagen, wir zeigen euch jetzt und erklären euch, wie man in Deutschland wohnt, sondern wo wir vor allem auf diese fehlenden, ja, Systemwissen, das fehlende Wissen, wie und wo suche ich in Deutschland überhaupt eine Wohnung und vor allem auch, warum ist es so schwierig, in Deutschland eine Wohnung zu finden? Hier merken wir, dass oftmals gar nicht verstanden wird. Viele Teilnehmer erzählen uns, ja, sie sehen ja, dass im ganzen Stadtgebiet gebaut wird. Auf ImmoScout gibt es doch 50 Wohnungen, können es aber oftmals nicht so kontextualisieren, dass es einfach hochpreisige Wohnungen sind und wo die Probleme einfach auch der Wohnungskrise liegen.
Und da versuchen wir mit diesen Mietkursen einfach so einen Überblick zu bieten. Ein großer Punkt stellt dabei auch die ganze Jobcenter-Thematik ein. Und dann auch nochmal so der Bewerbungsprozess, wie bewerbe ich mich am besten auf eine Wohnung. So eine zweite Säule ist auch das Thema Ehrenamt, weil wir merken, wie in ganz vielen Bereichen ohne Ehrenamtliche funktioniert vieles nicht. Und wo wir auch eine halbe Stelle haben, die sich ganz gezielt um die Akquise von Ehrenamtlichen kümmert und dort dann so ein sogenanntes Wohncafé anbietet, wo Ehrenamtliche dann zweimal in der Woche individuell bei der Wohnungssuche unterstützen. Das ist eigentlich dann so eine Mischung aus Sprachcafé und Unterstützung bei der Wohnungssuche. Und so eine weitere Säule, wo wir auch gemerkt haben, das ist ganz, ganz wichtig, vor allem auch nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges, wo sich sehr, sehr viele Privatleute gemeldet haben und Wohnraum zur Verfügung gestellt haben, dass wir hier auch eine Ansprechperson für VermieterInnen bilden, die gewillt sind, Wohnraum an Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte zu vermieten. Und wo wir diesen Vermietungs- und Vermittlungsprozess dann auch sehr engmaschig begleiten und auch jetzt durch die bundesweite Förderung anbieten können, dass wir auch für die MieterInnen für einen Zeitraum von einem halben Jahr noch eine Nachbetreuung anbieten können, wo wir einfach merken, das baut teilweise Ängste von VermieterInnen ab, die doch oftmals noch sehr viele Vorbehalte, Ängste, Vorurteile gegenüber Geflüchteten haben und das eine Möglichkeit schaffen kann, hier Sicherheiten anzubieten. Genau, und wo wir mittlerweile jetzt allein im letzten Jahr 50 Wohnungen über private VermieterInnen vermitteln konnten, plus dann noch sehr viele auch Wohnverhältnisse über Wohnbaugesellschaften. Also wo wir merken, dass es ein sehr, sehr wichtiger Baustein ist. Und so zum Schluss vielleicht auch noch mal etwas, was vielleicht auch für hier die Runde noch mal ganz interessant ist, was wir auch von Anfang an angefangen haben, ist auch eine sehr umfangreiche Webseite, wo wir auch sehr viele Informationen, Handreichungen, Vorlagen, Beispielbriefe unter dem Reiter Informationen und Downloads zur Verfügung stellen und dabei auch gerade dabei sind, diese auch mehrsprachig übersetzen zu lassen, um hier zum einen für die Beratung Ehrenamtliche, aber am Ende vielleicht auch für MieterInnen selbst eine Hilfe zur Selbsthilfe leisten zu können, weil wir merken, eigentlich das ganze Wissen, was es gibt, ist es gerade in diesem Bereich sehr, sehr wichtig, das sehr niederschwellig und auch sehr einfach oder so einfach wie möglich auch aufzubereiten, damit es am Ende auch verstanden wird. Genau, und können Sie sich gerne mal auch umschauen. Ist natürlich alles ein bisschen auf den Fokus Augsburg konzentriert, aber vieles ist, denke ich, auch überregional nutzbar. Genau, und damit bin ich am Ende. Ist auch ein sehr schneller Durchlauf, das Thema sehr, sehr schwer in 10 Minuten auf den Punkt zu bringen. Aber wer noch mehr Informationen möchte, findet hier unsere Kontaktdaten, sei es auf der Webseite oder gerne auch über Instagram oder auch einfach gerne persönlich uns schreiben. Also wir merken natürlich, es ist schwierig, auch Augsburg nähert sich immer mehr an München an von den Mietpreisen und dem Wohnungsmarkt. Aber wir merken durch unsere ja, Präsenz im Stadtraum, Öffentlichkeitsarbeit, bekommen wir doch sehr regelmäßig Angebote von VermieterInnen, von privaten VermieterInnen. Da muss man jetzt auch noch mal 30 bis 40% vielleicht abziehen, die wirkliche Bruchbuden, Schrottimmobilien sind. Aber doch auch im Vergleich zum Vorjahr. Und auch die Zahl bezieht sich alles außerhalb Ukraine. Also die ganzen Ukraine-Vermittlungen haben wir noch mal extra gezählt, weil das für uns so ein bisschen ein Sonderstatus ist. Merken wir keinen Einbruch und haben wir, glaube ich, jetzt auch dieses Jahr sind wir mittlerweile schon wieder bei über 30 Wohnraumvermittlungen aus dem privaten Kontext. Und wir merken, aber es braucht diese persönliche Ansprache und es konnten wir jetzt auch durch nochmal eine Projektförderung aufbauen, dass wirklich eine Kollegin macht ein Erstgespräch mit Vermietern, geht vor Ort hin. Es ist sehr viel Zeitaufwand, aber der sich auszahlt und worüber wir auch Wohnraum sozusagen akquirieren, weil das einfach per Mundpropaganda sich dann rumspricht. Danke für die Einladung.
Wenn ich von wir und unser spreche, dann meine ich damit meine Kollegin Mona Hörtnagel und mich. Ich stelle heute stellvertretendes Projekt vor. Genau, das Projekt ist Social Media Streetwork, kurz SOMS, seitens der BRG Wohnungslosenhilfe. Wir sind, also meine Kollegin und ich, wir sind beide bei der BRGW angestellt, staatlich anerkannte Sozialarbeiterinnen, die vorher in Berlin in der ambulanten Wohnungsnotfallhilfe gearbeitet haben. Und wir freuen uns, dass wir heute das Projekt hier ein bisschen bekannter machen können, nach gut 2 Jahren jetzt im Projekt, und freuen uns auch, wenn ihr Fragen oder Anregungen für uns habt. Würde ich hier gerne weitergehen. Genau. Kurz zu den Hintergründen. Wir sind ein plus gefördertes Modellprojekt. Wir sind bundesweit tätig und ausschließlich online. Das ist eine Besonderheit im Projekt tatsächlich. Das einzige EHA-Plus-Projekt, das nur online tätig ist. Wir haben die Zielgruppe seitens der BRGW von Wohnungslosen oder Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen und deren Kindern. Wir zielen aber schon primär auf erwachsene Menschen ab. Und wir haben auch noch einen Projektpartner, das ist Minor Contor, und die haben die Zielgruppe von neu zugewanderten UnionsbürgerInnen. Und die beraten muttersprachlich in 7 verschiedenen Sprachen, während wir bei der BRGW auf Deutsch und Englisch beraten. Oder eben, also ich sage immer Beratung, aber wir machen eigentlich primär erst Information und Verweisberatung für Hilfsangebote vor Ort. Also unser Ziel ist wirklich, Menschen primär zu erreichen, die bislang nicht vom Hilfesystem erreicht wurden, sei es, weil es vor Ort keine Angebote gibt, also besonders am ländlichen Bereich, sei es aber auch, weil Menschen gar nicht wissen, dass sie wohnungslos sind offiziell, oder eben, dass es Hilfsangebote gibt. Unser Projekt läuft erstmal bis Herbst 2026, und genau, wir haben bislang schon gut Erfahrungen machen können natürlich. Ich würde nur ganz kurz ein paar Zahlen zeigen, die wir interessant finden. Also auf Minor und BRGW gemeinsam geschaut, sieht man eben, dass Wohnungsnotverlust und Suche das Hauptthema ist. Wir beide Zielgruppen, also da hatten wir jetzt 2400 Beratungskontakte bislang, und dann gefolgt von den Themen Zugang zu Arbeitsmarkt und Ausbildung, sowie Ehe, Partnerschaft und Elternschaft. Zu den Beratungsthemen ist aber auch noch wichtig, Mehrfachnennungen sind möglich. Also es ist oft so, dass wir zum Thema Wohnungsnot und gleichzeitig aber Ämter und Behörden, zum Beispiel Sozialleistungen, Fragen haben. Zu den Menschen, die wir erreichen, finden wir auch noch recht interessant, dass wir deutlich mehr weiblich gelesene Menschen als andere Geschlechtsidentitäten erreichen. Deckt sich aber auch mit den Erfahrungen aus der ambulanten Wohnungsnotfallhilfe, dass Frauen einfach schneller sich Hilfe suchen. Jetzt auf die Zielgruppe, also nur auf die BRGW geschaut, finden wir recht interessant und erfreulich auch. Also wir haben jetzt bislang mehr Menschen erreicht, die von Wohnungslosigkeit bedroht als akut wohnungslos sind. Das zeigt auch das große präventive Potenzial im Projekt, also wirklich die Menschen frühzeitig dort anzusprechen, online, wo sie sich aufhalten, und auf Hilfsangebote aufmerksam zu machen, weil wir eben der Überzeugung sind, dass Prävention eines der wichtigsten Mittel gegen Wohnungslosigkeit ist. Hauptgründe für Wohnungslosigkeit sind ja Mietschulden, Kündigung dann, die darauf folgt, oder eben zum Beispiel auch Trennung. Von daher ist es ganz wichtig, dass wir Menschen online ansprechen und über Hilfsangebote aufmerksam machen. Und wir machen wirklich die Erfahrung, das deckt sich auch mit aktuellen Erkenntnissen, zum Beispiel der Lebenslagenstudie der GIS, dass eben viele Menschen gar nicht wissen von Hilfsangeboten. Genau. Noch ganz kurz. Wir haben uns auch angeschaut, wo leben denn die Menschen, die wir erreichen, die wohnungslos sind. Und da haben wir eben festgestellt, dass schon viele davon obdachlos sind, aber eben auch ein sehr großer Teil verdeckt wohnungslos bei FreundInnen, Bekannten, Familie auf der Couch wohnen, und eben aber auch ein großer Teil im System der Wohnungslosenhilfe untergebracht ist, in Notunterkünften, ordnungsrechtlich untergebracht, in Hotels zum Beispiel, etc.
Genau, unser online aufsuchender Ansatz, also das Besondere an dem, was wir machen, ist wirklich, dass wir auf Social Media aktiv sind, und aktiv dahin gehen, wo die Menschen sich aufhalten oder auch wo wir unsere Zielgruppe vermuten. Das ist aktuell vorrangig auf Facebook, Instagram, Telegram, aber auch per E-Mail. Also per E-Mail vor allem auch über das Kontaktformular der BRGW. Ich glaube, da ist es so ein bisschen ähnlich wie bei den Offroad-Kids, dass die Menschen uns auch finden, indem sie uns googeln. Was wir aber eben auch viel machen, ist wirklich gezielt auf Facebook die Menschen zu suchen. Also wir gehen gezielt in Facebook-Gruppen rein, sei es zur Wohnungssuche, sei es zur Trennung, alleinerziehend sein, psychische Erkrankungen, suchen da nach Posts, die auf Wohnungsnot hindeuten. Machen da öffentlich eben erste Infos oder auch Hilfsangebote öffentlich in den Kommentaren, eben auch, weil es viele Menschen gibt, die mitlesen und die wollen wir dadurch auch mitnehmen. Also wir machen die Erfahrung, wenn wir viel öffentlich kommentieren, dass uns auch mehr Menschen per Privatnachricht anschreiben und eben auch dann nach Hilfe fragen, nach Beratungsangeboten vor Ort fragen. Genau, was Sie hier sehen, in dem Laptop eingeblendet ist unsere Facebook-Seite. Da blende ich am Schluss auch nochmal einen QR-Code ein, wo man uns finden kann. Und was wir eben, also auf dieser Seite posten wir regelmäßig Informationsmaterialien. Und wir haben aber eben auch jeweils ein Beraterinnenprofil, mit dem wir wirklich dann in die Gruppen reingehen und Angebote machen. Was wir auch haben im Projekt, was sehr wichtig ist, ist unser Instagram-Kanal. Das ist sozusagen unsere Visitenkarte, wo Menschen A, sich informieren können, ist das überhaupt ein seriöses Angebot? Also da haben wir alle unsere Links, Website, Datenschutzerklärung drin, aber eben auch unsere Informationsmaterialien. Es ist aber auch ein wichtiger Kanal tatsächlich für uns, für die Vernetzung mit KollegInnen, dass die eben auch unsere Informationsmaterialien nutzen und teilen und an den Mensch bringen können. Genau, digital aufsuchende Arbeit, was heißt das überhaupt? Also ich habe es ja schon kurz angerissen. Man kann das wirklich nicht so nebenbei machen. Also das ist schon recht aufwendig. Wir pflegen unsere Social-Media-Kanäle, wir machen regelmäßige Postings und überprüfen eben auch ständig, sind wir noch auf den laufenden Kanälen, kann man neue dazu nehmen, kann man vielleicht auch wo rausgehen, sind wir noch in den richtigen Gruppen, machen dann eben unsere öffentlichen Beratungsangebote, natürlich auch laufend Dokumentation, Fallbesprechungen, Supervision auch gemeinsam mit dem Projektpartner und eben Vernetzung, Austausch und Öffentlichkeitsarbeit ist ganz wichtig. Ein wichtiges Ziel von uns, also ich habe ja schon gesagt, es ist recht aufwendig, dieses Online-Aufsuchende, ist eben, dass die Erkenntnisse, die wir jetzt machen, dass die auch nutzbar werden für die Praxis. Also wir sind gerade dran, unsere erste Handreichung seitens der BRGW jetzt für unsere bisherigen Erkenntnisse zu machen. Wir machen Schulungen für Kolleginnen und eben uns ist ganz wichtig, dass alles, was wir veröffentlichen, dass das auch geteilt werden darf, damit nicht alles neu erfunden werden muss. Hier könnt ihr euch mal gerne ganz kurz durchlesen. Das ist so ein typisches Beispiel einer Frage, die wir finden, wenn wir täglich suchen. Genau, also das ist recht explizit, ne? Da schreibt eine Person, es droht Obdachlosigkeit, Eigenbedarf ist gerade ein Riesenthema und sie bittet eben auch dezidiert um Hilfe. Das war ein anonymer Post in einer öffentlichen Gruppe. Es wird aber auch oft mit Klarnamen und Foto gepostet und in dem Fall haben wir eben ganz klar einen Auftrag gesehen und kommentiert. Man sieht auch, hier ist relativ wenig Kontext und das ist eben sehr unterschiedlich. Also manche Menschen geben viele Infos, andere geben weniger und da ist dann auch die große Kunst, wie man darauf antworten kann, um sozusagen die Person die nötigen Infos zu geben. Also wenn wir wissen, wo die Person ist, dann können wir eben zum Beispiel auch konkrete Kontaktdaten an die Hand geben. Wenn wir das nicht wissen, verweisen wir eben auch oft an Plattformen wie das Wohn-Wie-Portal der BRGW, wo eben bundesweit Hilfsangebote der Wohnungsnotfallhilfe gelistet sind.
Genau, und wir haben eben, wenn wir dann antworten, haben wir eine Beratungsstrategie. Das ist aber kein Schema F, das ist immer laufend auf den Einzelfall angepasst und wird ständig von uns reflektiert. Da konnten wir auch vieles aus der analogen Arbeit übernehmen. Genau, ich lese jetzt nicht vor, worum es da geht. Ich glaube, man kann sich es aber auch so grob vorstellen, ne? Also man geht immer konkret darauf ein, was geschrieben wird. Es ist sehr wichtig, das genau zu lesen. Und wir arbeiten eben sehr transparent, wer wir sind und was wir anbieten können. Und versuchen schon immer so praktisch wie möglich auch weiterzuhelfen. Und wir haben eben auch eine Haltung, die wir ständig reflektieren, auch eben mit Hilfe von unserer Supervision, aber eben auch im Austausch mit KollegInnen. Und ganz wichtig sind eben die Leitlinien, dass Freiwilligkeit, Transparenz und Niedrigschwelligkeit, also dass immer klar ist, es ist ein freiwilliges Angebot, wer nicht will, muss uns nicht antworten. Und wir haben eben einen Gästinnenstatus in den Räumen, also wir bitten immer oder wir fragen immer vorher nach bei den Admins, ob wir auch mit rein dürfen, ob das überhaupt gewünscht ist. Und wenn das nicht gewünscht ist, dann gehen wir eben auch nicht rein in die Gruppen. Und noch ganz kurz, Schluss, habe ich ein paar Posts noch mitgebracht. Also wir haben zum einen gerade auf Instagram so eine Art Kampagne gestartet, wo wir wöchentlich so kurze Fragen in unseren Stories posten. Das soll jetzt gezielt auch jüngere Menschen ansprechen, mit welchen Fragen man sich an uns wenden kann. Also da geht es viel um Aufmerksamkeit, Information, aber auch Vertrauen. Also regelmäßige Posts sind wichtig, damit Menschen überhaupt wissen, das lohnt sich dahin zu schreiben, weil die machen auch was, die sind auch erreichbar. Und was wir dann eben noch haben, das ist wirklich inhaltlicher, sind Informationsposts. Also wir haben verschiedene Rubriken, Thema Wohnungssuche, Thema Miet- und Kautionsschulden, Thema Sozialleistungen, aktuell auch zwei Posts zum Thema Eigenbedarfskündigungen. Und die bereiten wir eben so auf, dass sie zum einen möglichst leicht verständlich sind und zum anderen eben aber auch optisch ansprechbar, weil wir eben die Erfahrung machen, dass sie dann mehr geklickt und auch mehr geteilt werden. Genau, das war jetzt auch von mir ein schneller Ritt. Ich fand es jetzt auch herausfordernd in den 10 Minuten. Ich hoffe, die wichtigsten Infos kamen raus. Hier noch die QR-Codes vielleicht zu einmal Instagram und unserem Facebook-Profil. Und das war es dann von meiner Seite. Wir sind davon überzeugt oder wir wissen auch nach den Fragen, die wir sehen, wenn wir mehr Kapazitäten hätten, könnten wir mehr Leute auch direkt anschreiben und vermitteln. Also von daher, mehr wird immer gehen. Und was passiert nach 2026? Hoffentlich wird das Projekt nochmal verlängert. Also es ist schon angedacht, nochmal weiterzumachen. Einfach weil es tut sich gerade so viel, ja auch bei euch, bei den Offroad Kids. Also ich glaube, es geht noch richtig viel mehr mit KI. Ich glaube, da muss man schon nochmal einsteigen und nochmal schauen, wie kann man Abläufe auch verstetigen, weil auch wir die Erfahrung machen, oft tut's jetzt, also oft reichen erste Infos ja schon, ne? Da wäre ein Chatbot vielleicht auch interessant. Und aber auch, also auch wenn es unser Projekt mal nicht mehr gibt, also auch über vielleicht eine zweite Projektlaufzeit hinweg jetzt gesehen, unser großes Ziel ist einfach die Verstetigung. Also wir sehen schon, dass viele Dinge, die wir jetzt machen, dass es interessant wäre, dass Wohnungsnotfallhilfen, die vielleicht zusätzlich anbieten können, also sei es eine digitale Sprechstunde, sei es ein Instagram-Auftritt. Und da versuchen wir wirklich, das so aufzubereiten, dass das relativ einfach, sage ich mal, dann auch vonstatten gehen kann. Weil wir sind der Überzeugung und auch alle Kolleginnen, mit denen wir sprechen, stimmen da auch zu, dass Sozialarbeit sich auch einfach online mehr bewegen muss. Ja, moin aus Hamburg. Erstmal vielen Dank für die Einladung und für die schönen, tollen, wichtigen Projekte und die guten Vorstellungen.
Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ich bin, wie gesagt, Chris Pohlmann, und einer der Gründer von Gobagno. Gobagno ist eine gemeinnützige Organisation, die unter anderem einen Duschbus oder vor allen Dingen einen Duschbus für Menschen betreibt, die auf der Straße leben müssen. Auch ich habe eine kleine Präsentation und auch noch, wie schon gespoilert, einen kleinen Film dabei. Aber erstmal kurz vielleicht zur Rahmung. Wir sind in Hamburg. Um da mal ein paar Zahlen zu nennen, die letzte Zählung der Menschen, die auf der Straße leben, wobei Zählung da ja schon wirklich ein fragwürdiger Begriff ist, ist von 2018, und da gehen wir von 2000 Menschen aus, die auf der Straße überleben müssen. Bei den Entwicklungen seit der Zeit und der Dunkelziffer sind wir uns ziemlich sicher, dass das eine deutlich höhere Zahl ist. Im Vergleich dazu gab es im April 24 nochmal eine Statistik. Da haben wir von 1.706 Wohnungslosen je 100.000 EinwohnerInnen quasi gesprochen. Das ist deutlich über dem Durchschnitt. Der liegt bei 950 bei vergleichbaren Großstädten. Die Idee von unserem Projekt kommt von unserem Mitgründer und Initiator Dominik Bloh. Dominik hat selber 10 Jahre auf der Straße gelebt, ist mit 16 dort gelandet, hätte also viele der Projekte, die heute vorgestellt wurden, sehr, 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 sehr gut nutzen können und gebrauchen können. Und er hat für sich in seiner sehr persönlichen Erfahrung erkannt, dass er kein Geld hat, dass er keine Wohnung hat, dass er kein Essen hat. Das sind furchtbare Dinge. Das sind aber Dinge, die erstmal keine Person von außen sieht. Das, was ihn sichtbar als obdachlose Person identifizierbar macht, ist das Thema mangelnde Hygiene. Denn da gibt es eine Reaktion von Menschen. Sie wenden sich vielleicht ab, rümpfen die Nase, whatever. Und er hat gesagt, wer immer wie Dreck behandelt wird, fühlt sich auch irgendwann wie Dreck. Das was macht was mit dem Selbstwertgefühl. Das wiederum erschwert die Wege aus der Obdachlosigkeit heraus. Oder aber auch so Sachen wie Krankenversorgung oder medizinische Versorgung. Er hat dann durch ein eigenes Engagement bei einer gemeinnützigen Organisation zu Wohnraum, zu sozialen Kontakten gefunden, hat ein Buch geschrieben und wir haben dann 2019 mit dem Projekt begonnen. Und haben einen Duschbus auf die Straße gebracht. Den sieht man hier in ganz klein, weil der dankenswerterweise auch im Miniatur Wunderland stehen darf. Und unser Ansatz ist, dass jeder Mensch das Recht hat, sich zu waschen, sich zu duschen, doch eben nicht alle die Chance dazu haben. Wir haben darum eine mobile Lösung, ein bisschen angelehnt an das Projekt Lava May. Das hat es leider nicht mehr geschafft. Das ist im letzten Jahr eingestellt worden, war aber eben eine mobile Hygiene- und Sanitärmöglichkeit oder viele sogar in den USA, von denen wir sehr viel gelernt haben. Ich werde jetzt auch so ein bisschen durchrushen, weil, wie gesagt, dieses Video gerade noch da ist und ich gerne noch ein paar Minuten für Fragen hätte. Wenn ich zu schnell rede oder etwas nicht klar ist, bitte einfach nochmal nachfragen oder in halber Geschwindigkeit das Video nochmal abspielen im Anschluss. Das ist unser Duschbus, den haben wir von der Hochbahn, das ist der städtische Bus- und U-Bahn-Betreiber, geschenkt bekommen. Wir haben in diesem Bus 3 Badezimmer eingebaut. In diesen Badezimmern gibt es jeweils Dusche, Toilette und Waschbecken. Ein Badezimmer davon ist Rollstuhl geeignet. Wir dürfen nicht barrierefrei sagen. Ich glaube, weil uns so 2 Zentimeter an der Eingangstür fehlen. Aber es sind alle Vorkehrungen da, um eben auch als geheingeschränkte oder nicht gehende Person dort duschen zu können, inklusive Duschrollstuhl und den verstellbaren Waschbecken und so weiter. Am Bus gibt es für die Menschen neben der Dusche und ein bisschen Ruhe von der immer öffentlichen Straße immer frische Unterwäsche, frisches T-Shirt, frische Socken, aber auch andere Kleidung haben wir dabei oder wissen, wo wir im Zweifel hin vermitteln können. Außerdem alles an Hygiene- und Pflegeprodukten, die für eine Dusche benötigt werden und darüber hinaus eben warme und kalte Getränke, je nach Jahreszeit und je nach Bedarf. Und ein paar Snacks wie Bananen. Aber klar ist, unser Fokus in der Arbeit ist das Hygiene- und Sanitärangebot. Und wir versuchen oder wir sind in Hamburg sehr, sehr gut vernetzt und können dann bei anderen Bedarfen eben weitervermitteln oder docken Angebote bei uns an. Zum Beispiel das Arztmobil ist einmal die Woche direkt am Bus angedockt. Das macht aus unserer Perspektive super viel Sinn, weil die Menschen erst in die Dusche springen können und sich danach die Wunden dann versorgen können. Wir sind, wie gesagt, seit 2019 auf der Straße. Wir organisieren das Projekt mit einem Teil Hauptamt. Das ist für uns sehr wichtig, um einen regelmäßigen und verlässlichen Betrieb auf die Beine zu stellen und eben auch andere Projekte umsetzen zu können. Denn neben der Arbeit auf der Straße probieren wir
in Kampagnen, mit Projekten, mit Aufmerksamkeit, mit Bildungsarbeit, mit Pressearbeit, eben uns für Menschen, die auf der Straße überleben müssen, einzusetzen. Wer kommt zu uns? War, glaube ich, noch eine Frage, die vorher im Briefing stand. Wir erreichen zum einen Menschen, die sonst durch ganz viele Systeme durchfallen, weil auch wir ein sehr, sehr niedrigschwelliges bis barrierefreies Angebot sind. Wir fragen eben nicht, warum geduscht werden möchte, sondern es darf geduscht werden. Aber es gibt eben auch sehr viele Menschen, die kaum sichtbar als obdachlose oder wohnungslose Personen sind, die dann auch sehr regelmäßig bei uns als Gästinnen vor Ort sind. Wir sind 5 Tage in der Woche unterwegs, jeweils an einem Standort für 5 bis 6 Stunden, für 4 bis 5 Stunden. 2 Tage sind wir nicht unterwegs, da wir einen gebrauchten Bus bekommen haben. Der muss mal repariert werden, der muss gewartet werden. Und wir haben gemerkt, das Schlimmste ist, wenn wir nicht da sein können an den Tagen, wo die Menschen mit uns rechnen. Ich würde jetzt kurz diese Präsentation beenden, denn heute am Tag der Wohnungslosigkeit war unser Mitgründer Dominik Loh im Morgenmagazin. Das habe ich auch tatsächlich heute Morgen erfahren und erzählt ein bisschen vom Bus und sich. Und wenn Sie und ihr Lust drauf habt, würde ich einfach dieses Video mal einblenden und wir können uns das angucken. Vielleicht noch mal ein bisschen, wo wollen wir in der Zukunft hin oder was sind die nächsten Projekte? Wie gerade schon von Dominik angeteased, wir würden gerne einen weiteren Duschbus in Berlin installieren. Wir würden auch gerne einen zweiten Duschbus in Hamburg machen. In der Vergangenheit haben wir ein Lesson Learned Heft ausgearbeitet. Das ist ein 80 Seiten starkes Dokument, wo wir alle unsere Erfahrungen, unsere Erkenntnisse und unser Wissen aufgeschrieben haben. Das stellen wir und stellten wir also weiterhin kostenfrei und Open Source zur Verfügung für alle Menschen, die Interesse daran haben. Und im Rahmen der Bildungsarbeit, das ist auch ziemlich spannend, haben wir in den letzten 1,5 Jahren eine VR-Experience zum Thema Obdachlosigkeit erarbeitet, die immersiv Sensibilisierungsarbeit und Verständnisarbeit in Schulen, auf Veranstaltungen etc. schaffen soll. Die Workshops, die ersten Workshops in Schulen, die Testworkshops sind damit umgesetzt. Es ist tatsächlich ein sehr mächtiges Medium, was wirklich einen Perspektivwechsel schafft. Auch wenn es da Fragen gibt oder Interessen zur Kooperation, freuen wir uns natürlich sehr. Und jetzt freue ich mich, falls es noch Fragen gibt, auf eben diese. Das ist standortabhängig. Also jeder neue Standort, den wir anfahren, braucht Zeit. Und wir haben auch alles Mögliche probiert. Wir haben Flyer ausgegeben, wir haben Socials Werbung gemacht, wir haben Menschen angesprochen. Es braucht einfach Zeit und das allerbeste Marketing sozusagen ist, wenn der Mensch, mit dem ich zusammen Platte mache, mir sagt, das ist da okay, weil wir bewegen uns in einem sehr sensiblen Feld. In einer Dusche sind die Menschen nackt. Und somit braucht es vor allen Dingen Erfahrungen, die weitergetragen werden und auch ein großes Learning für uns. Wir haben einen Tag, wo nur weiblich gelesene Personen zu uns kommen dürfen, weil das wissen wir ja auch alle, gerade Frauen oder weiblich gelesene Personen auf der Straße nochmal ein komplett anderes Schutzbedürfnis haben. Und auch das hat sich als eine sehr gute Maßnahme erwiesen. Und genau, in Berlin gibt es einen für Frauen. Auch mit denen sind wir im Kontakt. Die waren also ein Duschmobil für Frauen. Wir haben zum Beispiel zu unserer Eröffnung 2019 haben wir die hierher eingeladen. Dann haben wir zusammen mobile Duschangebote gezeigt. Auch da ist die Vernetzung bei uns groß. Also, es kommen bei uns tatsächlich alle Altersgruppen vorbei. Ich würde aber sagen, der größte Anteil ist, ich sage mal, 28 bis 43 oder vielleicht, also jetzt grob geschätzt, wir nehmen keine Statistik, sondern das sind halt Beobachtungen, die ich gerade wiedergebe. Wir haben glücklicherweise in Hamburg gezielt Angebote für jugendliche Menschen, die auf der Straße leben, mit Basis und Woge. Wenn jugendliche Menschen von der Straße da sind, dürfen sie erstmal wie alle anderen Menschen unser Angebot nutzen und wie alle anderen Menschen auch versuchen wir zu helfen und zu vernetzen, wenn sie uns fragen. Also wenn sie Hilfe möchten, wenn sie mit uns sprechen möchten, dann sind wir da und nehmen uns die Zeit und vernetzen dann zum Beispiel ab jetzt auch zu euch.